Gott der Vater, denn dies ist die letzte Periode, das letzte Kapitel in der Erfüllung meines heiligen Willens. Donnerstag, 13. März 2014, 20.45 Uhr. Meine liebste Tochter, mein Schutz wird gerade jetzt ausgedehnt über alle meine Kinder in der Welt, die mich lieben. Ich tue dies in Hülle und Fülle, wegen der Bedrohungen, denen die Menschheit in dieser Zeit in der Geschichte ausgesetzt ist. Ihr, meine Kinder, müsst für jeden einzelnen von denjenigen beten, die für mich verloren sind. Ich verzehre mich für sie. Ich sehne mich nach ihrer Liebe. Ich weine um sie. Ich warte auf den Tag, an dem sie meinen Bund verstehen, der von mir von Anbeginn geschaffen wurde. Denn dies ist die letzte Periode, das letzte Kapitel in der Erfüllung meines heiligen Willens. Es war aufgrund meines Bundes, dass ich den Menschen die Zeit gab, die nötig war, um zur Besinnung zu kommen und sich selbst als das zu erkennen, was er ist und was er nicht ist. Der Mensch wurde von meiner liebevollen Hand geschaffen, nach meinem eigenen Bild. Ich überflutete seine Seele mit meiner Liebe. Ich gab ihm völlige Freiheit, durch mein Geschenk des freien Willens und der freien Wahl. Ich wollte nie, dass der Mensch mir seine Liebe aus Angst vor mir gibt. Ich wollte nur, dass er mich liebt, ebenso wie ich ihn liebte. Ich habe meine Engel vor den Menschen geschaffen, dass sie mir dienen, aber aufgrund meiner Liebe für sie, wurde auch ihnen das Geschenk des freien Willens gegeben. Es war wegen des Verrats von Luzifer, dass der Mensch litt. Er, Luzifer, wurde von mir geliebt und bevorzugt. Er bekam außerordentliche Gaben und Kräfte gewährt und viele Engel dienten unter ihm. Als ich den Menschen schuf, verfiel Luzifer in eine eifersüchtige Wut. Er konnte es nicht ertragen, dass ich meine Kinder in einem so großen Ausmaß liebe, und so machte er sich daran, mich von meinen Kindern zu trennen. Er führte Adam und Eva in Versuchung, und das bedeutete, dass sie aufgrund ihres eigenen freien Willens meine Macht ablehnten und dachten, ebenso wie Luzifer es tat, dass sie meine Macht erlangen und ein Stück meiner Göttlichkeit beanspruchen könnten. Luzifer wurde zusammen mit seinen loyalen Engeln, von denen alle gegen meine Kinder Gräueltaten verüben, damals und heute, für die Ewigkeit in den Abgrund geworfen. Aber aufgrund ihres freien Willens, der der Menschheit von mir aus freien Stücken und mit Liebe gegeben wird, fordere ich ihn niemals zurück. Also habe ich den Bund geschaffen, um ihr Seelen zurückzugewinnen, durch meine Pläne, sie zu erlösen. Sie erhielten von mir enorme Gunsterweise. Ich sandte Propheten, um sie vor den Gefahren zu warnen, der Versuchung durch den Teufel nachzugeben. Ich gab ihnen die zehn Gebote, um sie zu führen und ihnen zu helfen, meinem Willen entsprechend zu leben. Ich sandte ihnen meinen einzigen Sohn, aus meinem eigenen Fleisch genommen, um ihnen das Freisein von der Hölle zu bringen. Sie wollten dies nicht annehmen, aber sein Tod am Kreuz war der Wendepunkt in meinem Plan des letzten Bundes. Das Buch der Wahrheit ist der letzte Teil meines Eingreifens, vor dem jüngsten Tag, an dem ich alle meine Kinder zusammenführe und zurück zu dem Paradies bringe, das ich in erster Linie für sie geschaffen habe. Diejenigen, die auf die Wahrheit hören und die meinem heiligen Wort treu bleiben, werden bei mir großes Wohlwollen finden. Diejenigen, die trotzdem nicht mein Wohlwollen finden werden, wegen des Lebens, das sie führen, der Liebe, die sie anderen zeigen, und ihrer Reinheit der Seele werde ich sie willkommen heißen, wenn sie einwilligen, die Hand der Barmherzigkeit anzunehmen, die ihnen von meinem Sohn gereicht werden wird. Die letzte Stufe der Erfüllung meines Bundes wird eine schmerzhafte sein. Wegen des Einflusses Satans und seiner Dämonen werden viele Menschen darin getäuscht werden, ihn und all seine Diener, die unter euch wandeln, zu verehren. Ich werde das Leiden von Seelen und die Nöte, die von vielen unschuldigen Menschen ertragen werden müssen, tolerieren, aber nur für kurze Zeit. Dann werde ich meine Feinde vom Erdboden hinwegwischen. Ich verspreche euch, liebe Kinder, dass ich euren Schmerz, eure Trauer und eure Angst erleichtern werde, indem ich euch mächtige Gnaden und Segnungen gewähren werde. Ihr werdet vom Kreis meiner Engelhierarchie geschützt werden, um mich zu bitten, eure Angst und Trauer aufzulösen und euch das Freisein von Verfolgung zu gewähren, bitte ich euch, dieses Gebet zu sprechen. Kreuz zu Gebet, 140, um Schutz der Engelhierarchie, liebster Vater, Gott der ganzen Schöpfung, Gott der Allerhöchste, gewähre mir Gnade und Schutz durch deine Engelhierarchie,
befähige mich, mein Augenmerk auf deine Liebe für jedes deiner Kinder zu richten, wie sehr sie dich auch beleidigen. Hilf mir, die Kunde vom letzten Bund ohne Angst in meinem Herzen zu verbreiten, um die Welt auf das zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Gewähre mir deine besonderen Gnaden und Segnungen, um über die Verfolgung hinauszuwachsen, die mir von Satan, seinen Dämonen und seinen Agenten auf Erden zugefügt wird. Lass mich niemals deine Feinde fürchten. Gib mir die Stärke, meine Feinde zu lieben und diejenigen, die mich im Namen Gottes verfolgen. Amen. Kinder, ihr müsst in dieser Zeit stark bleiben. Hört niemals auf den Hass und das Gift, welcher die Erde bedecken werden wegen der künftigen Verseuchung. Wenn ihr dies ignoriert, könnt ihr mir auf die heilsamste Art und Weise dienen, ohne Bosheit in eurem Herzen. Trefft Vorbereitungen, denn viel Wut ist dabei, in der Welt auszubrechen, die gegen mich, Gott den Allerhöchsten, und gegen meinen geliebten Sohn, Jesus Christus, gerichtet sein wird. Bittet für diejenigen, die in ein Vakuum von Lügen gesaugt werden, die nichts als Leid für sie bringen werden. Bleibt in mir, mit mir und für mich. Euer geliebter Vater, Gott der Allerhöchste.